Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich war eben gerade noch bei der Post und habe dieses kleine Päckchen abgeholt. Da sind drei Blu-rays drin für je 4 Euro. Habe ich ein Schnäppchen gemacht, denke ich mir, auf Facebook hat jemand einen Verkauf reingestellt. Oh, es ist wieder so warm draußen, ich habe so geschwitzt schon wieder. Alter, okay. Also dieses Paket hat die Post der Zusteller nicht reinbekommen im Briefkasten. Nicht reinbekommen. Ist auch ein bisschen dicker. War mir klar, dass er da, dass es etwas dicker ist, dass er da nicht reinbekommen. Musste ich zur Post eben gerade und abholen. Zum Glück war es da. Ich habe Schmarr gehabt, da war ich zur Post hin und da hat der Zusteller das nicht abgegeben. Und da hat er das noch nicht abgegeben, dann musste ich wieder zurück und dann wieder hin und her. Aber jetzt habe ich hier drei Blu-rays sind hier drin. So. Mal gucken. Aber die ist richtig bombenfest verpackt. Ich glaube, da ist einfach nur so ein Kleber drumrum. So ein Kleber hier, guck dir mal an, ey. Also wirklich spartanisch verpackt. Spartanisch. Also hier, also nicht irgendwie. Da muss ich mit dem Messer ran. Nicht irgendwie mit Pappe. Ah ja. Oh, das ist richtig fest verpackt hier. Jung. Hast du es wirklich? Also, er hat es wirklich gut gemeint. Guck mal. Er hat es wirklich gut gemeint. Okay, hier sind sie drin. Oh, und der Schweiß läuft mir runter. Hier. Scheiße, Alter. Okay, hier sind die drei Blu-rays. Alter. So. Hier sind die drei Blu-rays. Genau die habe ich mir bestellt bei ihnen. So, fange ich an. Ich habe mir einen gekauft bei ihm. Super Deep. Für 4 Euro. Den wollte ich unbedingt mal sehen im Film. Der soll ganz gut sein. Der soll mit so einem Alien sein, unter Wasser oder so. So eine Raumstation unter Wasser. Irgendwie sowas. Ein Hommage an John Carpenter's The Thing. Ja, ich glaube, da kommst du nicht ran, der Film. Hier die Rückseite. Und der Schweiß läuft nur runter. Ey, ist so warm hier. Bestimmt 30 Grad in der Wohnung. Hier, also hier, Super Deep. Mit dem Innendruck. Hier. Cool. Wie sieht die Blu-ray aus? Die Blu-ray sieht gut aus, ohne Kratzer. Hier mit dem Innendruck. Warum man den nicht gewechselt hat, keine Ahnung. Also auf jeden Fall für 4 Euro. Im Mediamarkt kostet diese Blu-ray 15 Euro, habe ich gesehen. Und da habe ich gedacht, oh, das schlage ich gleich zu bei 4 Euro. So, nächste Blu-ray. Oh, den würde ich auch unbedingt mal sehen im Film. Mit richtig top Schauspielern. Also habe ich mir geholt. Wir sind rüber hier. Auch für 4 Euro. Knives Out. Mit Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis. Oh, Alter, richtig gute Schauspieler. Hier, Knives Out. Ohne Innendruck. Ohne Innendruck. Aber ein cooler Spine mit zwei Bildern drauf hier und Knives Out. So auch für 4 Euro. Und dann ein asiatischer Film oder Korea oder was das sein soll. Mit hier, wie heißt der? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Auf jeden Fall mit Tony Ja, Tiger Shen. Triple Treat in der 18er Fassung, die müsste uncut sein, eigentlich. Triple Treat. Hier, ihn hier. Scott Adkins, genau, hier. Scott Adkins, genau, der spielt da auch mit. Hier die Rückseite. Hat sogar auch einen Innendruck. Hat er auch nicht gewechselt. Hier auch einen Innendruck. Aber ich muss nochmal gucken, ob der uncut war. Gut, ich muss den nochmal nachschauen, ob der uncut ist.
Habe ich nämlich nicht geschaut. Ich habe einfach zugeschlagen für 4 Euro. Ja. Mein heutiges Video ist, was ich mir heute gekauft habe für 4 Euro. Diese 3 Blu-Rays. Hier bin ich drauf noch. Diese 3 Blu-Rays für jeweils 4 Euro. Ja. Das war mein Video. Ihr könnt mich gerne abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Vergibt dem Video gerne einen Daumen und einen Kommentar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.